Brigitte? Christian? Wo bist du? Du schon wieder rum. Ah, da. Was möchtest du? Ich war bei Sven. Bei dem Herrn Sven? Bei dem Herrn Sven und habe mich für die hervorragende Beratung der Traktoren bedankt. Ja, das ist sehr nett. Ja, er sagte zwar, er weiß nicht, was meine ironischen Worte bedeuten, weil wir haben eigentlich einen guten Fang gemacht. Aber ich bin sich da nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie er das meint. Auf jeden Fall. Ja. Hat er gesagt, wir müssen die Felder machen. Was müssen wir mit denen machen? Wir müssen die Felder flügen. Oder beziehungsweise, nein, wir müssen eins der Felder flügen. Brigitte, du hast das schon mal gemacht. Christian, das war als Kind. Und da bin ich bei Opa nur mitgefahren. Ich weiß doch gar nicht, was man da macht. Ja, aber den Flug hast du ja schon an deinem Traktor. An meinem Traktor? Christian, ich glaube, das machst du. Du hast schon mal geflügt von uns beiden, ich nicht. Ja, ich doch auch nicht. Das war als Kind, um Gottes Willen. Ich kann doch nicht mit diesem... Ich muss mich sowieso, wenn, dann erstmal umziehen. Das geht ja gar nicht. Brigitte, du hast schon einen Fleck auf deiner Hose. Das ist okay. Ja, aber nein. Christian, Brigitte, du hast mit dem Herrn Sven gesprochen. Dann hat er dir sicher erklärt, wie man das... Oh Gott, weißt du, das ist ja auch... Guck mal, da kann man sich ja auch verletzen. Das ist ja gefährlich. Ja, das ist... Stell dir vor, ich stolper hier drüber. Ja, dann bist du ziemlich blind. Christian, du weißt, na, beim Lesen habe ich schon eine Brille. Ja, Brigitte, dann solltest du dir vielleicht auch eine Brille so zulegen. Ja, so, soweit großes stolperst. Kommt's noch. Was für Felder haben wir denn eigentlich? Also, der Sven, vorsichtig, da steht ein Pflug. Ja, siehst du? Was? Das ist nicht ohne hier. Christian, pass auf, wo du hinläufst. Brigitte, im Gegensatz zu dir brauche ich keine Brille. Christian, du hast eine Brille. Auch wenn du es verleugnest, du wirst auch nicht jünger, Christian. Brigitte, das ist eine Sonnenbrille. Ja. Ich bin auch keine Blindschleife. Auch wenn deine alte Sekretärin immer sagt, du bist so jung. Bist du nicht, Christian. Du bist genauso alt. Brigitte, da ist ein Stacheldraht. Pass bitte. Hör mir doch mal zu. Passt du bitte auf? Denk an das Hemd, das ist frisch gebügelt. Nicht in den Stacheldraht. Du meinst nicht so? Nein. Okay. Christian, jetzt komm mal bitte zum Punkt. Weißt du? Ja, wenn du endlich mal aufhören würdest zu sabbeln, dann könnte ich da auch zu mal kommen. Dankeschön. Also. Das hier ist eine Wiese von uns, hinter dem Stacheldraht, da wo das Gras drauf wächst. Ach ja? Ja. Man höre und staune. Da drüben, siehst du das da rechts? Ja, da ist keine Wiese, da ist es braun. Genau, das ist eins unserer Felder. Aha. Allerdings sagte der Herr Sven, dass wir das nicht pflügen müssten. Das wäre wohl letztes Jahr erst. Aha. Dann haben wir noch ein paar andere, überwiegend Wiesen und hinter dem Baum da vorne. Siehst du da hinten den Baum? Welcher? Das sind ganz viele, Christian. Richtung des Feldes hinter dem Feld. Da steht auch so ein ganz großer Baum. Die sind alle groß. Okay, in meine Blickrichtung. Christian, du drehst mir den Rücken zu. Woher soll ich sehen, wohin du schaust? Brigitte... In welche Richtung schaust du gerade? Ich schaue dich an. Okay, pass auf. Schau mich mal an. Ja. Bleib genau so stehen. Ja. Das ist die Blickrichtung. Und da steht doch ein Baum. Ein großer. Naja, das... Ja. Oh, Brigitte, komm mit. Ach, Christian. Komm mit jetzt. Ist doch nicht... Also manchmal habe ich echt das Gefühl, du machst das mit Absicht. Nein. Vielleicht erklärst du das nur nicht richtig, Christian. Vielleicht hörst du auch einfach nur nicht richtig zu. Du kannst es nicht immer auf mich schieben.
Doch, kann ich. Nein, das hat meine Mutter dir schon immer gesagt. Deine Mutter hat auch gesagt, dass du mich niemals heiraten wirst. Und was hast du getan? Ja, ich hätte mal auf sie hören sollen. Brigitte! Christian, jetzt lauf vernünftig, du tust dir noch weh. Reiß nicht zusammen. Die Nachbarn müssen ja nicht immer solche Gespräche mithören, oder? Na, das stimmt. Also. Die haben überall hier Stacheldraht. Das ist überhaupt eine gefährliche Gegend. Ja, ja, ist es noch weit, sonst gehe ich mir andere Schuhe anziehen. Du hast doch schon deine Arbeitsschuhe an. Ich arbeite doch nicht in... Christian. Was? Du redest was? Mir heute was? Eindeutig zu viel von Arbeit. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt bleib doch mal laut. Du fragst, ob wir da sind, läufst weiter. Was ist denn los mit dir? Was machen wir denn jetzt hier? Ja, durchaus. Die Traktoren durcheinander gebracht. Total. Du hast davon geredet. Das große Gestüt Gimberg. Ach, Christian, du kannst mir jetzt noch ewig Vorwürfe machen. Du bist so nachtragend. Weißt du? Und du erzählst manchmal die Unwahrheit. Christian? Brigitte, ach, das da. Hier ist eins unserer Felder. Ja, das sagtest du bereits. Genau. Und wenn du jetzt mal mir folgen würdest... Das hier hinten. Ja. Ist auch eins unserer Felder. Aber Christian. Brigitte. Wo ist jetzt der große Baum? Der große Baum befindet sich da vorne. Da, der ist ja wohl nicht zu übersehen. Da. Der ist doch auch nicht größer wie die anderen, Christian. Also, ich muss als allererstes hier mal einen guten Augenarzt suchen. Ja, damit du dir endlich deine Brille holst. Das sehe ich auch so. Also gut. Und wo musst du jetzt anfangen? So, jetzt folgt mir mal. Wo sind wir denn eigentlich? Oh! Das ist matschig. Oh nein. Vorsichtig da auch. Und Stacheldraht. Oh, oh Gott. Ach, das sieht ja... Was ist denn hier passiert auf dem Feld? Was ist das denn für eine Frucht? Sehe ich aus wie ein Landwirt? Heute schon, Christian. Brigitte! Nur weil ich mich im Gegensatz zu dir darüber informiere. Denk dran, wie viel Geld du ausgegeben hast. Ach. Immer kriege ich es vorgehalten. Du wolltest hier unbedingt her und ich... Christian, du wolltest das auch. Du hast genauso gesagt, du würdest gerne mal mit dem Traktor fahren und würdest gerne mal auf dem Land leben. Christian, da war ein Auto. Das ist doch vorbei gewesen. So, extra geguckt. So, das hier ist auch eine unserer Wiesen. Ja, hinter dem Stacheldraht, bevor du fragen solltest. Und was machen wir mit so viel Wiesen? Verkaufen wir das Gras vielleicht? Wer kauft denn sowas? Zum Beispiel Leute, die ein Gestüt haben. Ach. So, und was ist das hier? Das ist unser Feld. Das müssen wir pflügen. Okay. Und wenn wir da jetzt weitergehen würden, da vorne, ja, auch nochmal eine Wiese von uns. Außerdem musst du mir doch beantworten, was dein Opa mit so viel Gras möchte. Ja, früher war das sowieso ganz anders. Früher waren da ja noch Tiere da. Und da hat Opa das alles immer gemacht und ich war dabei und habe zugeschaut. Aber das ist ja alles heute ganz anders. Ja, ich weiß, der Hof ist auch verkleinert worden. Ja. Deutlich geschrumpft. Ja, durchaus. Christian, deine Haare sind heute etwas komisch. Was meinst du mit komisch? Naja, irgendwie siehst du heute aus wie so... Finger nicht! Warum musst du da immer anfassen? Naja, ich glaube, das ist... Christian, du musst... Man sieht, du bist auf dem Land. Ist das ein Verkehr? Gut, dann gehen... Sieht verwegen aus. Ja. Findest du gut? Ja. Also, wir gehen jetzt zurück. Komm. Hast du geguckt? Ich hab geguckt. Hast du geguckt? Ich hab mich auf dich verlassen.
Dann ist ja schön, dass ich für uns beide gucke. Also, hier vorne, hier fahren wir gleich lang. Ach, guck mal, sieht's bei denen gepflegt aus. Ach, das sieht ja aber auch hübsch aus. Christian, so ein... Christian! Ja, bitte. Ach, schau mal. Du sagst, schau mal, und wenn ich dann schaue, rufst du mich. Das ist irgendwie komisch. Wolltest du gerade über den Zaun springen? Nein, nein. Ach, ist das... Fehlt noch, dass die einen Porsche vor der Tür haben. Fehlt noch. Du weißt schon, dass wir das auch hatten, ja? Ja, hatten. Du hast es verkauft. Christian, weil du gesagt hast, das ist ein ganz sicheres Ding. Ich habe mich nur auf dich verlassen. Ach, das ist auch toll. Die haben so einen schönen Balkon hier. Aber die haben ja kein schönes Auto. Na gut, Christian, jetzt zeig mal diesen... Bitte, wir haben gerade gar kein Auto hier stehen. Ja. Da erinnerst du mich jetzt immer wieder daran. Jetzt zeig mal diesen... wie hieß der? Pflug. Ja, das ist doch das Ding, was du da hinten dran hast. Ach so. Okay. Und jetzt, wo startet man den? Der hat schon wieder kein Lenkrad, Christian. So, du musst das Feuer machen. Was, ich? Dann drehst du hier an dem Rad. Ja, aber da tut sich ja gar nichts. Ist er kaputt? Moment. Christian, du kommst aber mit vor ans Feld. Du musst mir sagen, wo ich hinfahren muss. Ja, ich nehme meinen Traktor mit. Oh Gott. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Können wir losfahren? Ja. Jetzt fährst du ja doch vor. Bis du losgefahren bist, bin ich ja schon... Christian, jetzt mach. Halt. Denk dran, du musst deinen Arm raushalten. Was? Ich habe keinen Blinker. Du hast aber einen Arm. Der blinkt aber nicht. Den hält man aber raus, wenn man keinen Blinker hat. Ja, bin ich denn des Wahnsinns? Guck mal, und dann kommt so ein Auto und fährt mir den Arm ab. Nein, nein. Da kommt ein Auto. Christian, du musst auf der Straße fahren. Ja, wir biegen hier eh wieder ab. Wir biegen ab. Ich hab's ihm da hinten gesagt. Deswegen zeigt er dir auch den Vogel, ja? Was? Gut, was müssen wir denn jetzt tun? Naja, wir müssen jetzt pflügen. Das heißt... Machen das folgendermaßen. Das, was du da hinten hast, hat Sven gesagt, ist ein Beet. Ein was? Der ist nicht zum Beten, sondern das ist ein Beetflug, heißt der. Damit pflügt man immer in eine Richtung. Ja. Okay. Das heißt, wenn ich hier an dem Knopf ziehe. Oh! Ja. Und dann? So, jetzt musst du, wenn du jetzt hast du ihn im Boden. Jetzt ist der Boden schon kaputt. Durch den Boden bewegen. Aber du musst immer die gleiche Geschwindigkeit halten. Nicht langsam werden, schneller werden, langsam werden, schneller werden. Okay. Immer so 6 km/h. Wo sehe ich das denn hier? Das hast du doch im Gefühl. Christian. Du merkst. Bei uns hat sich mein Gefühl auch getäuscht.
Ich fahr einfach mal, Christian. Ist das so richtig, Christian? Brigitte, gleichmäßige Geschwindigkeit. Ich versuche es. Ja, es wird besser. Ja? Aber geradeaus fahren. Ich fahre. Moment. Was hast du jetzt gemacht? Ich fahre geradeaus. Du hast eine Kurve gefahren. Das macht doch nichts. Das beißt doch der Boden nicht. Ja, aber was ist denn dann geradeausfahren so schwer? Weil das vorher schräg war, Christian, das sieht man doch. Brigitte, man sieht deine Kurve deutlich, ja. Du musst immer alles... Mach doch du erstmal selber. Du bist ein oller Klugscheißer. Ich fahr schließlich schon. Du stehst hier nur faul rum. Wenn du am Ende angekommen bist, dann musst du wenden. Was? Ja? Christian, da vorne ist das Ende. Ah, echt? Hätte ich nicht gedacht. Danke. Stopp! Was? Stopp. Aber ich... Das ist doch noch nicht... Brigitte, auf, aber zu sagen. Wenn ich Stopp sage, halt bitte an. Christian, musst du mich immer so anschreien? Du hörst mich also... Jetzt! Das war aus Versehen. Die an dem Hebel. Aber da ist noch ein Stück übrig. Schau mal. Brigitte, das nennt sich Vorgewende. Ach, Christian. Heute bist du aber auch ganz gescheit. Da redest einmal mit dem Herrn Sven und schon bist du hier Mr. Oberschlau. Im Gegensatz zu dir bin ich gerade schon ein Stückchen schlauer, ja? Im Gegensatz zu dir arbeite ich hier. Was machst du? Du stehst dir hier die Schuhe. Guck mal deine Schuhe an. Ja, die sind dreckig. Jetzt dreh bitte um. Und zwar, dass du mich hier anschaust. Ich schau dich an, aber ich drehe nicht. Brigitte, du sollst den Traktor umdrehen. Moment. So? Du hast doch einen Rückwärtsgang. Echt? Kupplung. Oh! Ui, ui, ui! Oh Gott! Ach, Christian. Die Bremse funktioniert auch rückwärts. Das wusste ich tatsächlich nicht. So, jetzt pass auf. Christian, geh aus dem... Geh weg... Geh... Christian! Hör jetzt zu! Diese Reifen. Auf der Seite. Ja? Die musst du jetzt in die Furche hier stellen, die du gerade gemacht hast. Dann werden sie doch dreckig. Die sind schon dreckig. Christian, geh aus dem Weg. So, und jetzt ziehst du gleich wieder an den Hebel. Und dann fährst du die Bahn zu Ende. So? Ja, du musst absenken. Zieh an dem Hebel. Und los. Der wackelt so. Oh Gott. Ja, gib Gas. Weißt du, was wir am Ende des Feldes machen? Was? Christian? Ja. Da fährst du mal. Okay. Ich und dann... Auch einen. Du kannst ruhig hier auch mal fahren. Und dann möchte ich mal sehen, ob du das besser machst. Können wir gerne machen. Aber das machen wir endgültig an einem anderen Tag. Das... Heute. Ja, das ist schon okay. Dann lass mich das jetzt fertig machen, Christian. Ja, lass